meine lieben YouTube-Freunde. Heute werdet ihr die Prophezeiung von Nostradamus für den Monat Dezember 2020 erfahren. Nostradamus sagt, lass dir nichts verderben und bleibe zu Weihnachten friedlich. Leider wird ausgerechnet zu Weihnachten Jupiter auf Saturn treffen und Mars mit Pluto verspannt sein. Das bedeutet, dass es leicht zu großen Auseinandersetzungen kommen kann. Also ist Vorsicht geboten. Bleibt friedlich. Zuvor und danach wird allerdings der Dezember trotzdem gut werden und das Jahr geht erfreulich zu Ende. Nun zur Prophezeiung von Nostradamus in der zweiten Zenturie, Vers 81. Durch Feuer, das vom Himmel fällt, wird Paris nahezu verbrannt. Die Urne bedroht auch noch Deukalion. Sardinien wird durch die punische Flotte bedroht. Das geschieht, wenn die Sonne die Waage verlassen hat. Diese Worte in seinem Vers bedeuten: Nostradamus ermahnt uns für den Monat Dezember, nicht nur auf den Tag und das Jahr zu achten, sondern sich viel mehr um die Zukunft zu kümmern. Im Besonderen ermahnt er sein Land Frankreich. In mehreren Versen hat er bereits darüber gesprochen und ermahnt, dass Paris von einer nuklearen Katastrophe heimgesucht wird. Ja, sogar unbewohnbar sein kann. Dass die Rechtsradikalen an die Macht wollen, das südliche Land spalten wollen, um einen neuen Staat zu gründen. Diese Aufständischen lassen sich auch noch dazu vom Islam unterstützen. Bürgerkrieg ist somit vorprogrammiert. Das geschieht alles zukunftsmäßig. Das sieht nicht gut aus, wodurch ganz Europa mit hineingezogen werden kann. Diese kriegerischen Auseinandersetzungen sind in ganz Süddeutschland und der Schweiz mit betroffen. Hoffen wir, dass es alles nicht so düster, so schlimm kommen wird, wie Nostradamus es gesehen hat. Aber im Dezember wird es leider heftige Spannungen geben, wobei nicht zuletzt die Venus eine wichtige Rolle spielt. In diesem Monat darf es nicht die geringsten Auseinandersetzungen geben. Es könnte zu einer Katastrophe führen. Und das solltest du ernst nehmen. Trennungskinder betrifft es besonders, die sich auf ihre geschiedenen Väter freuen, dass es nicht zu einem Chaos führt und die Festtage dadurch verdorben werden. Also, genießt die Weihnachtstage in Harmonie, anstatt dass es in Streit ausbricht, sondern gibt der Freude den Raum für ein freudiges neues Jahr. Ich wünsche euch, dass ihr aus dem derzeit doch sehr schwierigen Jahr, so gut es geht, möglichst unbeschadet herauskommt. Freut euch auf ein besseres 2021. Es wird auf jeden Fall ein besseres Jahr werden. Bleibt gesund und habt Vertrauen. In Liebe und lichtvollen Gedanken, eure Deria.